Die Musik, jetzt nebenbei bemerkt, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Pokémon Mystery Dungeon. Ich nehme jetzt einfach mal die Erde mit. Klatsch das hier alles rein. Ja, stark. Pokémon Mystery Dungeon mäßig. Habe ich auch am DS gespielt. Guten Morgen, liebe Sonne. Und wieder zurück. Viel zu früh, okay. Ich bin nicht so der Auswendigmerker und ich kenne mich auch nicht in die Musik. Musik kennen? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Musik? Gibt es da überhaupt? Ah, da war unser kleiner Steinbruch. Gibt es da überhaupt eine Mehrzahl von Musik? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Mir wäre keine bekannt. Bin ich jetzt schon zu weit, hä? Nee. Nee, da hinten. Okay, alles gut. So. Wenn wir da ein Feld machen, dann müssen wir es ausnutzen und dann müssen wir es von da hinten anfangen und ganz nach da ziehen. Das heißt, der müsste dann auch weg. Puh, naja, gut, ich fange mal einfach an. Wir brauchen ja sowieso Erde und wir brauchen jetzt dann auch bald was. Ein festes Bequatschthema. Tja, was ich mir denn so gedacht hätte. Was habe ich mir denn gedacht? Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Das frage ich mich immer wieder. Auch letztens. Ja, es ist ja Sommer und was liegt da näher als einfach mal so im Freien draußen zu schlafen? Habe ich schon mal ausprobiert. Natürlich nur mit meinem Bruder. Haha, das hört sich jetzt irgendwie falsch an. Naja, wir hatten halt mal die glorreiche Idee, einfach mal so draußen zu schlafen. Die Musik passt nicht dazu, aber egal. Und es ist ja natürlich schon episch, wenn du da draußen liegst unter freiem... Ich kann nicht erzählen, wenn da so die Musik im Hintergrund so kacke ist gerade. Oder nicht kacke, aber mich nicht reden ist okay. Ja. Es ist schon episch, wenn du da unter freiem Himmel liegst auf deiner schönen Luftmatratze und dann in die Sterne siehst. Und dann kommen natürlich ein, zwei Sternschnuppen wieder dabei vorbei. Ja, was gibt's denn Schöneres? Ja, aber wenn dann die Luftmatratze ausgeht, mitten in der Nacht, du pumpst sie auf und dann willst du dich drauflegen und dann ist schon wieder entwichen die Luft, die du so mühselig reingepumpt hast. Tja. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich habe quasi nicht auf der Luftmatratze geschlafen, sondern dann eher doch auf dem Boden. Da denkst du dir dann schon, ja, was habe ich mir bloß dabei gedacht? Vor allem dann um 5 Uhr in der Früh, wenn alles auftaut, vor allem der Tau, alles ist nass und die Sonne brennt runter. Tja, und das schon um 5 Uhr in der Früh. Wobei, ich muss ja sagen, das spielt mir ja eigentlich schon einen Streich. Also das ist eher nicht so optimal für mich, weil ich bin ja ein ziemlicher Langschläfer. Ich gebe es zu, also in den Ferien war das früheste, was ich aufgestanden bin, glaube ich, 10:30. Ich schlafe gut und gerne mal bis um 1 am Nachmittag. Macht mir überhaupt nichts. Und dann erst frühstücken. Tja. Alles kein Problem. Tja. Ich sag oft ja, aber egal. Wenn dann aber in der Früh um 5 Uhr die Sonne runterbrennt, die Hühner schreien auch noch. Habe ich das schon mal erwähnt? Naja, egal. Die Hühner schreien.
weil die natürlich Frühaufsteher sind, die braven Hühner. Ich wäre ein Huhn, nebenbei bemerkt. Also, nee, jetzt nicht wirklich, aber Sprichwort. Ich muss heute alles erklären. Naja. Die Hühner schreien dann in regelmäßigen Abständen und du willst einfach nur schlafen, weil du erst um Mitternacht schlafen kannst oder noch später natürlich, weil es ja vorher viel zu hell ist. Und dann kannst du maximal 5 Stunden schlafen, weil dann schon so heiß ist und alles nass und die Hühner schreien und tja, nicht schön. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, draußen schlafen. Hat sicher schon, Entschuldigung, mein Abendessen. Hat sicher schon jemand von euch gemacht, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Tja, was man nicht alles in die Kommentare schreiben muss. Was die Leute nicht alles von einem verlangen. Oh, ein schwebender Baum. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Abonnenten von mir oder die Aufrufer... Nee, das sage ich jetzt lieber nicht, dass das die Wilderen sind, wenn sie mich schon ansehen. Nichts gegen euch jetzt, ihr seid die Besten. Ach Gott. Kann ich mir gut vorstellen, dass schon ein paar von euch draußen geschlafen haben. Nur zu empfehlen. Halt auch unter Zelt oder so, aber... Oh, ja, mit Zelt ist natürlich auch schön. Aber was ist da schon unter freiem Himmel schlafen? Bei Mutter Natur. Auf dem steinharten Boden. Österreichischer Granit. Nicht ganz, aber so ähnlich. Wenn man mal davon absieht, dass man um 5 Uhr aufwacht und dass alles nass ist und dass möglicherweise noch die Luftmatratze ausgeht. Ich waghalsig wie ich bin, oder besser gesagt so blöd wie ich bin, hab dann noch versucht, sie aufzupusten mit meiner eigenen Puste. Am nächsten Tag konnte ich dann nicht mehr, da ist mir dann der Puste ausgegangen. Oh mein Gott. Das kann ja heute heiter werden. Ich, verrückt wie ich bin, natürlich versuche sie aufzupusten, aber vergebens. Und vor allem habe ich zuerst am falschen Ventil gedreht. Dann ist mir zuerst mal diese verdammt stickige, eklige Luft aus der Luftmatratze direkt ins Gesicht geschossen. Ja. Wird ja. Der Berg wird immer kleiner und der Platz zum Feldbau wird immer größer und ich komme nicht zurück. Hier so. Eigentlich könnte ich eh mal mehr machen. Lalala. Oh, das geht nicht. Lalala. So, das dürfte jetzt reichen. Zweimal, nee, dreimal, viermal. Alles. Kommt mir so vor wie eine McDonald's-Spitzhacke. Willkommen bei Minecraft, Ihre Bestellung bitte. Ja, du, ich hätte gern viermal eine Spitzhacke. Kommt sofort. Alles? Ja, bitte gerne. Zur nächsten Crafting Box. Oh mein Gott. Naja, über irgendwas muss ich ja quatschen und das war ja eigentlich auch das Thema. Was habe ich mir denn bloß dabei gedacht? Was habe ich mir denn bloß dabei gedacht, den Hügel abzubauen? Naja, war ja eigentlich nicht so eine schlechte Idee, wenn wir dann Felder haben und viel Brot und so. Ja, das hat ja schon was. Dann kannst du angeben damit. Entschuldigung, ich musste mir kurz die Nase kratzen. So, hier haben wir vorgesorgt. Tja, Eisen wäre ja dann auch mal nett. Bisschen Eisenwerkzeug, aber so, was ich in die Kiste geschaut habe, da habe ich fast der Schlag getroffen. Ich habe nur 9 Eisen. Oder wir haben nur 9 Eisen. Wenn das stimmt. Es kann ja leicht sein, dass ich mich irgendwo verschaut habe. Alles möglich.
Aber natürlich, wenn wir dann mal Eisen haben, immer ran damit. Was machst du denn sonst mit Eisen? Liegt ja nur in der Kiste. Kannst du ja auch nicht angeben. Ich habe ein paar Stacks Eisen in der Kiste. Ich will natürlich immer wieder angeben. Bei den anderen. Kohle! Genau, ausleuchten wäre mal nicht schlecht. Fackeln habe ich auch nicht da, kann ich aber machen. Ich schleppe einfach mal so 61 Kohle mit mir mit. Tja, was wir alles tragen können. 4 Spitzhacken, eine Axt, ein Schwert, noch eine Axt, Fleisch, was weiß ich, wie viel Erde. Interessant. Würde ich gerne wissen, wo der trainieren gegangen ist. Okay. So, da setze ich auch eine Fackel hin. Und wo kann ich noch eine Fackel hinsetzen? Oh. Der hat nur eine Unterhose an. Flitzer! Nieder mit dem Flitzer! So, noch irgendjemand, der auf die Fresse will? Nee. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ah ja, jetzt habe ich glatt vergessen, die Kohle abzubauen. Zack, Kohle! Oh, vergiss die Kohle abzubauen. Aber trotzdem Kohle! Ich wollte gerade sagen, Erfahrung wäre dann auch mal nett. Tief in den Berg rein. So. Genau, auf Schafjagd müssen wir ja auch nochmal gehen. Irgendwann mal. Nicht auf Hasenjagd, sondern auf Schafjagd. Ach, ist das cool zwischendurch. Auf Schafjagd müssen wir auch nochmal gehen. Ach, ich liebe es einfach. Mann! Der hat gerade so ein bisschen ausgesehen wie diese Moorhühner. Wer kennt die denn noch? Jetzt packe ich heute alle Retro-Spiele aus. Die Moorhühner, wer kennt die denn noch? Kann ich mich noch erinnern, das habe ich immer gespielt. Das war so cool. Da gab es ja dann auch dieses Moorhuhn-Kart, glaube ich. Moorhühner abschießen und Moorhuhn-Kart. Kann ich natürlich auch wieder mit meinem Wissen prahlen, mit dem wenigen, was ich habe. Wenigstens ein bisschen was. Ich glaube, die Moorhühner wurden von irgendeiner schottischen Bierbrauerei entwickelt, deren Maskottchen ein Moorhuhn war. Interessante Überlegung, finde ich. Und interessante Idee. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe schottische Bierbrauerei. Die Moorhühner. Und die haben dann immer solche Kreuzerlaugen gehabt, wenn die abgeschossen worden sind. Patsch, dann sind sie zu Boden geklatscht. Und ich glaube, dann gab es auch noch diese Lesshühner. Die durfte man nicht abschießen.